Larissa Marolditer Bach so reagieren die Sturm der Liebe, Stars auf die Liebesgerüchte. In der ARD-Telenovela Sturm der Liebe spielen Larissa Marold und Dieter Bach ein Ehepaar. Hat es auch hinter der Kamera gefunkt, wie gemunkelt wird? Gala hat die Schauspieler gefragt. Wer ist der neue Mann an der Seite von Larissa Marold, 25? Dazu möchte die verliebte Schauspielerin nichts sagen. Neben ihrem Ex-Lebensgefährten Vitnay Sudlas mit 49 ist ihr Sturm der Liebe Kollege Dieter Bach, 54, ein möglicher Kandidat. Bei der Spurensuche nach Marolds Misterei drückt eine Uhr in den Fokus. Was die Beteiligten dazu zu sagen haben: Larissa Marold ist ein bisschen verliebt. Ausgelöst wird der Fall neuer Freund von dem Ex. GNTM Molde selbst. Auf Instagram veröffentlichte sie am 17. Januar eine Nahaufnahme ihrer rechten Hand, die zärtlich die eines Mannes hält. Auffällig, ein silbernes Armband und eine goldene Uhr mit schwarzem Zifferblatt am Handgelenk des Unbekannten. Ihre Fans rätseln seitdem, wer der Glückliche an ihrer Seite ist. Auch der Name Dieter Bach fällt. Am 16. Februar gesteht Larissa Marold im Interview mit Gala: Ja, ich bin zurzeit ein bisschen verliebt. Die Identität des Mannes will sie nicht verraten. Am 15. März veröffentlicht Bach schließlich ein Foto, das ihn mit einer Uhr zeigt, die dem von Marolds unbekannten Freund sehr ähnlich sieht. In einer Beziehung mit Dieter Bach? Ja oder nein? Gala hat die Sturm der Liebe Stars angesprochen: Sind sie auch hinter der Kamera ein Liebespaar? Und wenn nein, was hat es mit der Uhr auf sich? Nur Zufall, oder hat da jemand vergessen, ein Beweisstück abzulegen? Die Antwort, die Larissa Marold und Dieter Bach über eine ARD-Sprecherin verlauten lassen: Kein Kommentar. Zwar keine Bestätigung, aber auch kein Dementi. Um das Verwirrspiel perfekt zu machen, ist auch Vitnay Sudlas mit offenbar im Besitz einer Uhr, die als die von Marolds Liebesposting durchgehen könnte. Von dem amerikanischen Millionärssohn, ihrem letzten offiziellen Freund, hatte sich Marold nach 5 Jahren Beziehung getrennt, wie sie im November 2016 verriet. Im letzten Sommer wurde in US-Medien berichtet, Sudlas sei mit einem Model namens Daisy liiert.